Share BW V Industry. V Industry hört die Idee, Industriemaschinen teilbar zu machen. Durch optimale Auslastung aller Ressourcen kann die Produktion effektiver gestaltet werden. Ungenutzte Maschinen werden dem Markt zugänglich gemacht. Typisch ist in den Gesprächen, die wir mit unseren potenziellen Kunden und Interessenten führen, dass die erstmal sagen, sie haben in dieser Beziehung, die wir da anführen, überhaupt gar keinen Bedarf. Das ist, weil viele Unternehmen sofort an ihre Kernkompetenz, an ihre Kernfertigung denken. Oft können wir in einem Gespräch darauf aufmerksam machen, dass wir gar nicht in der Kernkompetenz des Unternehmens unser Modell anwenden wollen, sondern eben an der ganzen Infrastruktur drumherum, an den Beistellmaschinen. Beispielsweise eine Fräsmaschine, eine Drehmaschine oder auch ein sehr moderner 3D-Drucker. Unsere Kernidee ist es einfach, diese Ansätze, die wo man jetzt eher B2C-mäßig sieht, in die Industrie zu bekommen, dass Unternehmen auch anfangen, Ressourcen gegenseitig zu teilen und zu tauschen. Ich bin gern jemand, der macht und der umsetzt und der sich auch pragmatischer Hilfsmittel bedient. Wenn man mal in so einem großen, etablierten Unternehmen vor Ort ist und sich die Prozesse anschaut, dann merkt man relativ schnell, man versucht hier keine Wohnung bei Airbnb zu vermarkten, sondern man hat eine hohe Komplexität an Prozessen. Diese hohe Komplexität erfordert umfassende Lösungsansätze. Neben der Hardware-Konnektierung und der Web-Anwendung wird auch eine Prozess- und Auditberatung angeboten. Also die Idee von V-Industry ist eine ganzheitliche Lösung. Das heißt, die umfasst auch etwas so wie eine Web-Applikation, wo der Kunde letztendlich einsehen kann, was er produziert. Die Kernidee von V-Industry ist es aber tatsächlich, eine virtuelle Idee in Form einer Produktplanung in ein reales, festes Produkt zu übersetzen. Tatsächlich war unser Plan, dass wir mit der Förderung vom Share BW das Unternehmen gründen wollten und 10 Piloten akquirieren wollten, mit denen wir unsere Plattform beweisen können. Sharing im B2B-Umfeld ist in Deutschland noch nicht wirklich etabliert. Die Jury hat große Chancen gesehen, den Produktionsstandort Deutschland durch das Geschäftsmodell weiter zu stärken. Wenn ich in Urlaub gehe und mir ganz einfach ein Apartment mit Airbnb buchen kann, ist das super unkompliziert. Wenn ich ein Auto suche, ein Taxi und mit Uber was mieten kann, ist das ganz unkompliziert. Und genauso einfach stelle ich mir das vor mit V-Industry, dass ein Kunde, der eine Zeichnung hat, ganz einfach sehen kann, wo hat er Kapazitäten frei, bei welcher Firma, wo kann er einen Auftrag einlasten. Genauso unkompliziert die Abrechnung, ohne Bürokratie, ohne vieles Handling drumherum. Das ist der Wunsch von uns. Ich sehe das Potenzial sehr groß und denke, mit V-Industry den richtigen Partner gefunden zu haben. Wir haben eigentlich eine recht umfassende Vision. Die Vision soll tatsächlich sein, dass es sowas gibt wie eine virtuelle Industrie, wo ein aus vielen Einzelkomponenten bestehendes Produkt in einer virtuellen Fertigung zusammengebracht werden kann und der Hersteller erst in dem Moment, wo er bei Amazon im Shop auf das Produkt klickt, um es zu kaufen, das erste Mal physikalisch in Händen hält. Das ist die größere Vision.